Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute wollen wir mal wieder was Schönes auspacken. Dabei handelt es sich aber weder um ein Tablet noch um ein Smartphone. Ja, ihr seht's ja schon, ich habe mir das neue MacBook Air gegönnt und zwar die Variante mit 13 Zoll in der Version mit 2012. Sprich, das ist das Gerät, was am 12. Juni 2012 auf der Worldwide Developer Conference von Apple vorgestellt wurde. Ich habe beschlossen, dass ich meinen MacBook Pro nach 4 Jahren jetzt mal wieder austausche und habe lange zwischen dem Air und dem neuen MacBook Pro mit dem Retina Display geschwankt, aber 2000 Euro für das MacBook Pro mit dem Retina Display, das ist mir persönlich einfach zu viel für ein Notebook. Und außerdem ist das Air deutlich portabler und für unterwegs finde ich optimal. Zu Hause habe ich eh meinen Windows-PC und ich wollte eigentlich ein 13-Zoll Notebook. Ja, und das MacBook Pro mit Retina gibt es ja leider nur mit 15 Zoll. Vielleicht wird sich das ja in Zukunft ändern. Und momentan, vielleicht ist das auch noch für einige ganz interessant, gibt es ja wieder Studentenrabatt bei Apple. Sprich, ich habe hier anstatt 1249 Euro nur in Anführungszeichen 1174 Euro gezahlt und außerdem gibt es diese nette Gutscheinkarte über 80 Euro dazu, sprich ein Gutschein, den man im iTunes Store oder im App Store für Apps, Musik und anderen Content dann einlösen kann. So, genug geschwafelt, schauen wir uns die Verpackung an. Da sehen wir auf der Vorderseite das MacBook Air in der Seitenansicht. Hier steht MacBook Air. Auf der Oberseite genauso, diese Seite ist blank gehalten und hier sehen wir das Apple-Logo. Wenn wir die Verpackung dann mal umdrehen, dann wird schon interessanter. Dafür zoome ich mal etwas heran und da kann man dann schon die ersten technischen Daten erkennen. Wie gesagt, das ist die Variante mit 13 Zoll, finde ich einfach optimal. Wir haben eine 1,8 GHz Dual-Core Intel Core i5 CPU, 4 GB RAM, außerdem eine 128 GB SSD. Ich habe mich bewusst für nur 128 GB entschieden, da mir das für ein portables Gerät ausreicht. Okay, wie gesagt, 13,3 Zoll Display mit 1440x900 Pixel, Intel HD Graphics 4000. Das soll ja also im MacBook Air Bereich endlich mal ein Quantensprung auch in der Grafik sein im Vergleich zum Vorgänger. Ich bin gespannt. Wir haben natürlich eine Front-Facing-Kamera, einen SD-Kartensteckplatz, Kopfhöreranschluss und so weiter und so fort. Ich denke, das Interessanteste haben wir gesehen und jetzt wollen wir das Gerät doch einfach mal auspacken und schauen, was wir so im Lieferumfang enthalten oder erhalten. Ich nehme dafür mal wieder mein schönes Messer und fahre hier außen rum und das sollte eigentlich dann auch schon reichen. Ich hebe das nur hoch, weil da auf der Rückseite, wie gesagt, Seriennummer und so weiter steht und das braucht beim MacBook nicht jeder sehen. Und ja, da haben wir die Verpackung, die ist jetzt übrigens weiß, wie ihr sehen könnt und nicht mehr schwarz wie noch beim Vorgänger. Sieht Apple typisch natürlich sehr cool aus und wir machen das einfach mal auf. Da seht ihr, hier haben wir diese Polsterung, ist also ganz nett gepolstert und ja, da haben wir das gute Stück. Das ist das MacBook Air. Wow! Wenn man es mal wieder so in der Hand hält, ich finde das echt unglaublich, wie schlank dieses Teil ist. Aber auch das lege ich jetzt erstmal zur Seite und zeige euch schnell noch das Zubehör. Wir haben hier natürlich diesen Steckdosenadapter für eine deutsche Steckdose. Ansonsten unseren MagSafe 2 Power Adapter. Das macht man dann so zusammen und hat sein Netzteil. MagSafe 2 sage ich jetzt bewusst, denn na gut. Muss ich diese Verpackung erstmal wegtun, denn der ist deutlich schlanker geworden. Na, ich will es jetzt nicht abreißen. Und ich will euch ja nur den MagSafe 2 Adapter schnell zeigen und ich halte das mal in die Kamera. Ihr seht es hier jetzt, der ist wieder kleiner und schlanker geworden und nicht mehr ganz so flexibel wie noch der MagSafe Power Adapter in der ersten Version. Ja, finde ich jetzt auch nicht so toll, aber okay. Apple wird es ja wissen. Und dann haben wir hier natürlich noch ein Verlängerungskabel, welches dann eben zusammen mit dem MagSafe 2 Power Adapter unser vollwertiges Ladekabel ergibt. Ansonsten haben wir nur noch die üblichen Dokumentationen. Ich öffne das mal schnell
Hallo, schön, dass Sie sich für einen Mac entschieden haben, Quick Start Guy. Und obligatorisch natürlich die Apple Sticker. Ich denke, das haben wir alles gesehen und ich tue auch das mal zur Seite. Und wir kommen zum eigentlichen Star der Show, dem MacBook Air. Ich nehme auch diese Folie mal schnell ab. Die sind ja immer ganz schön, aber nerven dann ja doch eigentlich bloß. Und dann kommt das schlanke Stück auch schon zum Vorschein. Ich finde es immer wieder unglaublich, wenn ich das Ding dann in der Hand halte. Ich gebe euch mal schnell die Maße durch. Wir haben hier in der Höhe, und ihr seht das schon, an der dicksten Stelle nur 1,7 cm und an der dünnsten nur 3 mm. Also das ist echt phänomenal, finde ich. Ansonsten haben wir hier in der Breite 22,7 cm und hier in der Länge, Höhe, nennt es wie ihr wollt, haben wir 32,5 cm. Also echt ein schlankes Teil. Schauen wir uns noch schnell die Anschlüsse an. Hier kommt der MagSafe 2 Adapter hin. Hier haben wir einen USB 3.0 Anschluss. Da kann man natürlich auch USB 2.0 anstecken. Ansonsten hier unseren 3,5 mm Klinkenanschluss und das Mikrofon. Hier unten finden wir gar nichts. Auf dieser Seite der SD-Karten-Slot, ein weiterer USB 3.0 Anschluss und hier der Thunderbolt Anschluss. Hier oben nichts, sondern nur diese Plastikaussparung für die WLAN-Antenne. Machen wir das Gerät noch schnell auf. Da sehen wir natürlich diese typische Schutzfolie zwischen Display und Mac. Und da haben wir das gute Stück Chiclet-Style-Tastatur mit dem großen, angenehmen Touchpad. Wow, es sieht wirklich absolut genial aus. Und ja, ich denke, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen, wie das Ding aussieht. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch und abonniert den Channel. Würde mich echt sehr freuen und unterstützen. Wenn ihr außerdem ein Review zu diesem guten Stück, also dem MacBook Air, oder noch andere Videos sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich werde versuchen, darauf einzugehen und das umzusetzen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.